gleich fertig. Ich dachte heute bei dem jetzigen Review, painten wir die letzten Steine noch zusammen. Das sind ganz, ganz tolle Abi-Steine. Wenn ich die letzten Steine lege, erzähle ich euch noch was zu dem Bild. Also ich bin 100% zufrieden mit dem Bild. Die Klebkraft ist super. Die Steine sind einwandfrei. Das sind meine Ausschusssteinchen. Das sind aber Steine. Wartet mal. Muss ich überlegen. Jo, jetzt. Die hier so hohl sind, ne? Die waren nicht richtig aus. Das ist wie so eine. Es wackelt wieder mein Fokus so. Jetzt. Die so hohl sind hier, ne? Oder es waren Steine. Und das kenne ich ja nur von den Harzsteinen wahrscheinlich. Also ich hatte das noch nie bei Agrüstein. Da ist hier oben so ein Loch. Na, die zwei, die waren mal zusammen. Jetzt sind sie nicht mehr zusammen. Seht ihr? Also kann ich wieder ihn herausnehmen. Den ordne ich mir dann wieder zu. Hier ist auch ein Loch drin. Hier war mal ein halber und dann immer diese, wie diese Hüllen hier. Ne? Genau. Ansonsten, jetzt wackelt das wieder so. Merkt ihr das? Was ist denn das? Warte mal, ich gehe mal weiter weg. Jetzt wackelt das nicht mehr. Jetzt wackelt es nicht mehr. Na, also diese mit den Löchern oder halt diese Schildkrötenpanzerhülle. Keine Ahnung. Hier sind noch zwei zusammen. Oder mal so ein bisschen so ein Dreck hier, so ein bisschen Abfall. Ansonsten kann ich mich nicht beschweren. So. Ich habe das ja in dem Paint With Me schon gesagt. Das Schiffchen habe ich genutzt von Diamond Art Club direkt. Ich finde es toll. Das hat so, weil das ja vorne so zu ist, ist da auch nichts rausgefallen. Gepaintet habe ich teilweise im Schachbrettmuster, teilweise nicht im Schachbrettmuster, je nachdem, wie ich lustig war und wie viele Steine das rundherum waren. So, letzter Stein. Oh, ich bin fertig. Mein erstes Diamond Art Club Bild ist fertig. Oh, ich freue mich. Ich freue mich. So, nicht, dass er jetzt wieder ausartet hier. Sonst wird er peinlich. Also, genau. Ich habe das Schiffchen genutzt, habe den Stein von Amazon. Ach, den Stein. Den Stift von Amazon genutzt. Ich spiele sehr gerne mit den Stiften. Da sind vier Stück. Zwei verschiedene Rosatöne, Lila und ich glaube, ein Pastellgrün ist noch dabei. Genau. Wenn man dann hinten zu sehr dreht, kommen dann die Steine raus. Da habe ich, also die Kristalle raus, habe ich schon mal überlegt, könnte man aufdrehen, wenn man die rausholt. Habt ihr das gehört? Das wollte ich jetzt nicht. Könnte man hier auch Steine reinmachen, die übrig geblieben sind. Das war jetzt wohl nur eins, klang wie zwei. Egal jetzt. So, jetzt, meine Lieben. Machen wir das wieder zu. Jetzt klemmt das. Wachs habe ich. Oh, das gibt's doch gar nicht. Jetzt ist das so verkeilt gewesen. Jetzt. Wachs habe ich den von Heidi genommen. Zauberstab. Der riecht so lecker. Oh, ich liebe das. Monkey Farts und Zauberstab liebe ich. So, den Stein muss ich noch zuordnen. Nee, hier ist er nicht her. Gucken jetzt mal fix. Ich glaube, das ist auch ohne. Nein, das ist auch nicht. Ach, so Mist. Genutzt habe ich meine große Slotbox mit 56 Slotboxen. Nee, das ist das auch nicht. Das ärgert mich jetzt. Ich hasse das, wenn hier Steine rumliegen und ich finde nicht die passende Box. Das ist auch nicht. Das hatte ich ja, glaube ich, gerade schon mal. Ach, Manuel. Ich mache das dann. Genau, meine Slotbox. Das heißt jetzt wieder Steine wegsortieren. Ich mache das nicht gerne. So, ja, aber ich paint die ja lieber. Aber ich sortiere sie. Also, das hatten wir schon. Das mal auch schon. So, Stift weg. So, jetzt habe ich ja hier überall so eine
Washi-Tape-Fetzen hängen, weil ich mitgekriegt habe, dass ich da ständig hängen bleibe. Ich habe auch das Washi-Tape genutzt von Diamond Art Club. Machen wir das hier mal ab, weil ich hier nämlich hängen geblieben bin mit meinem. Ach, Scheiße, das ist immer noch da. Wenn ich das jetzt versiegle, dann sieht man ja die auch noch. Jetzt muss ich den mal noch irgendwie versuchen. Mit Feuchttuch abzukriegen. Irgendwie muss es doch abgehen, weil ich zeige euch das gleich. Bisschen ist das Washi-Tape. Seht ihr das hier? Das ist so ein leichter Fussel. Fussel. Streifen entstanden durch meine Jacke. Bin da so ein Jacken, Strickjacken, Fließjackenträger. Alle schwitzen zu Hause und ich friere, also gibt es für mich eine Jacke. Dann bin ich ja hängen. Ach, so schlimm sieht es gar nicht aus. Ich probiere das dann noch mit Feuchttüchern. So, meine Lieben. Ich fahre euch mal aus. Da seht ihr das ganze Bild. Ich stelle mich mal fix mit hin. Ich heute noch eine Stube. Seht ihr das ganze? Nee, das seht ihr gar nicht. Ne? Machen wir mal so. Ha. Oh, ist das nicht toll? Ich liebe das Bild. Der ist so süß. Ich brauche einen Namen. Habt ihr eine Idee für unseren kleinen Mops? Der ist doch süß. 55 Farben hatten wir mit 3 AB-Farben. Habe ich euch die eigentlich gezeigt, so richtig? Ich weiß es gar nicht mehr. Kann ja noch mal rausholen. Also ich lasse das lieber heute mit dem Fokus, das gefällt mir nicht. Also es war einmal weiß, das werde ich weghalten, ne? War weiß, einmal so und so rosa. Drei verschiedene Töne, ganz toll. Und der funkelt, oder? Ich fahre euch mal nochmal runter. So, versuche euch mal. Sieht aus, als wenn hier AB-Steine wären, aber das sind ja gar keine. Aber das Funkeln hier und hier so, das ein bisschen seht das hier, ne? Aber so richtig das Funkeln kriegt man wirklich immer nicht rein. Naja, egal. Jedenfalls seht ihr, wie schön. Aber da oben das Pink, da funkelt es auch, ne? In dem Weißen, aber so richtig. Und in der Brille haben wir hier und hier, also hier und hier. Naja, egal. So, jetzt habe ich euch hier hin und her gewurschtelt und gemehrt und gemacht. Jetzt könnt ihr dem süßen Mops nochmal in die Augen schauen und mir ins Kommentar schreiben, was er für einen Namen kriegt. Oder? Das macht ihr, stimmt's? So, ihr Lieben, das war mein kurzes Review. Ich bin sehr begeistert. Habt ihr noch Fragen? Knallt es in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich über jeden Daumen. Und natürlich über jedes Abo. Ich bin euch so dankbar, das wächst und wächst und wächst. Oh, ist das herrlich. Und denkt beim Abo an die Glocke, damit ihr das immer Bescheid bekommt, wenn ich ein neues Video hochlade. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder halt eine gute Nacht, wenn ihr das Video zum Einschlafen schaut. Ha? Und ja, das Bild wird jetzt noch versiegelt. Dann legen wir es zur Seite und mal schauen, was ich als nächstes binde. Ich wünsche euch was, passt auf euch auf. Tschüss!